Hallo, LibreOffice-Einführung in Writer. Wortergänzung nutzen. Wenn Sie die Wortergänzung aktiviert haben, versucht Writer zu erraten, welches Wort Sie gerade eintippen und dieses zu vervollständigen. Wenn Sie den Vorschlag akzeptieren wollen, drücken Sie die Eingabetaste. Andernfalls können Sie einfach weiter tippen. Um die Wortergänzung zu aktivieren oder deaktivieren, rufen Sie Extras, Autokorrektur Optionen auf und wechseln zum Register Wortergänzung. Wählen Sie nun das Kontrollkästchen Wortergänzung aktivieren an bzw. ab. Sie können in diesem Register außerdem die Wortergänzung Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Leerzeichen anhängen hängt bei jedem angenommenen Wortvorschlag ein Leerzeichen an, sodass Sie direkt weiter tippen können. Als Tipphilfe anzeigen. Zeigt die Wortergänzung in einem Pop-up-Fenster, anstatt das Wort direkt zu ergänzen. Annehmen mit. Hier wählen Sie aus einer Liste aus, mit welcher Taste Sie den Vorschlag annehmen wollen. Maximale Einträge. Ändern Sie hier die maximale Anzahl der Einträge, die Writer für Sie sammeln soll. Eintrag löschen. Wählen Sie in der darüber stehenden Liste ein oder mehrere Einträge aus. Durch Klick bei gedrückter Umschalttaste einen ganzen Bereich, durch Klick bei gedrückter Steuerungstaste jeden Eintrag einzeln, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Eintrag löschen. Hinweis: Die automatische Wortergänzung funktioniert erst, wenn Sie ein Wort zum zweiten Mal eintippen. Außerdem gibt es noch die Option Wörter sammeln, die man an- und abwählen kann, beziehungsweise die Option gesammelte Wörter beim Schließen eines Dokuments entfernen. Ciao und viel Glück!